So, hier geht's weiter mit Taucher und im Musikunterricht bei Jens Lissert. Und ja, wir sind immer noch fleißig dabei. Der Taucher macht gerade mal ein bisschen Nebel. Demonstriert nochmal diese Nebelmaschine, die er gerade da über den Plattenteller. Boah, ich wünschte, ich könnte diese Kringel blasen. Da gibt's das ganze Internet ist voll von so richtigen Künstlern. Ja. Ganz viele Mädels auch. Du, auf den Bankenknopf. Da gehen dann zack, 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 100 von Kreisen raus. Ich hab aber das nicht in einem, sagen wir mal, für mich befriedigend schnell genug. Tempo hingekriegt, so viele Kringel rauszublasen, wie die Zeit, die ich dafür investiert habe. Und dann habe ich irgendwann was eingelassen. Ja. So, was hören wir da jetzt hier von dir? Das ist die Miracle, ja. Auch auf der Return to Atlantis, ja. Auch mit mehreren Versionen. Und da habe ich dann zum ersten Mal erkannt, dass alleine nur das schön melodiöse, was mir gut, lange Versionen, die sich lange aufbauen, jetzt dann doch vielleicht nicht den super Zusammenkommenpunkt hat bei Sony, sondern die brauchen dann noch einen Gesang darüber und eine kurze Version, wo also die ganze, die Quintessenz des Stückes, wo ich gerne hörte, dass man das aufbaut, die Augen schließt und genießt, innerhalb von 3 Minuten 10, war glaube ich, genau. Irgendwie, gell? Drei Minuten bis 4 Minuten waren Singles. Ja, ja, aber ja. So auf die Sekunde, ne? Das, ja, ja, also, klar, da gab es immer mal wieder ein neues Ding. Für Airplay war es wichtig, unter 4 Minuten, ja. Am besten bei 3:30 war, ja. Für Airplay wichtig. Ja. Also Airplay, Radio. Und ja, aber das war gerne genommen, eine Aufforderung, etwas zu machen in einem Bereich, in dem ich nur Freude hatte, mich nicht auskannte und kein Problem hatte, auf dem Boden zu liegen, einen zu rauchen und einen Text zu entwickeln, der fast nicht sinnloser sein kann, ja. Aber halt trotzdem Freude zu haben, dass ich was reimt auf Englisch irgendwie. Eis und Beis und Reis und Kram und hin und her. Und das dann halt einer professionellen Sängerin zu geben, die das dann singt. Und so war es bei Miracle auch. Da wird natürlich gesungen. Interessant. Und das Mädchen, ja. Bei der ich nicht wusste, wie ich ihr gegenübertreten soll und ob meine Badehose ausreicht, mich zu trennen, hat das natürlich nur Lippen bewegt, mit dem Kassettenrekorder auf dem Jeep, in der Karibik gefahren. Okay. Und da dachte ich, damals wusste man schon über Milli Vanilli, was schlecht besprochen wurde. Aber es gibt ganz wenige, natürlich super geile Künstler, aber die allermeisten, früher hieß es Eurodance oder Eurotrance, ja, da hat kein einziges Mädel vom Video selber gesungen. Keiner hat sich beschwert. Ja, kann ich, also es gab auf jeden Fall mehrere Beispiele, was da war, mit Disco-Synchron. Ja, natürlich. Jemanden vorgestellt hat, der das Video präsentiert. Und die Studiosänger, die waren, Ja, aber da hat gar keiner mehr gemeckert zu der Zeit. Das war bestes Beispiel war ja auch hier Technotronic, Pump Up The Jam, die Felly, die das gerappt hat, ne, und die dann gar nicht in dem Video war, sondern ein Model. Da bei Papa Bijam, ach guck mal, hier die Maschine. Ja. Aber ich frage mich, was man sich darüber aufregt. Ja. Wenn einem das Lied gefällt, ist doch alles drumherum scheißegal, der Rest ist doch vermarktet. Jetzt reden wir mal wieder über deine Karriere. So, wie ging es denn weiter? Also das heißt, die Auflegerei ging ja weiter. Es trug erstmal noch eine Platte raus. Na ja, das war dann eben mit diesem über den Erfolg. Ach nein, ich muss sagen, die Eila, und ich hab sie nicht dabei. Was? Hast du sie auf dem Laptop? Nein. Ich könnte sie auf meinem noch raushauen. Ja, aber das ist immer jetzt... Mein Eila-Remix, also es gab ein Lied Eila vom Ingo Tandu, von dem Ingo Kunzi von Tandu. Mhm. Das wurde uns geschickt und wir wurden gefragt, ob wir davon einen Remix machen wollen. Ja. Und wir haben aus diesem Originalstück ein anderes Lied gemacht. Das haben wir eigentlich gerne gemacht. Also fast so unser eigenes Lied. Ja, tatsächlich. Also wenn man das möchte kontrollieren, wird man das so feststellen. Und dieses Lied hat mich auf die ganze Welt gebracht. Der Eila-Remix, ja. Überall, egal wo ich hinkomme, da gibt es ein Ding vom Boiler Room in England irgendwo. Draußen legt das einer auf, 400.000 Zugriffe und alle begeistert. Also so Sachen. Das Lied ist so für sich selbst stehend, ein so emotionaler, eine Aussage über die Zeit, zu der Zeit. Und alle Leute, die danach auf mich zukamen und mich buchen wollten, haben irgendwie was mit der Eila gehört oder mitgekriegt. Und als erster der Scott Bond von Gatecrusher in Sheffield in England, nachher festgestellt, das ist der Legende-Club überhaupt in England und die Engländer sind sowieso Legende, was da abging. Das war so fantastisch, das war nochmal eins auf unser deutsches Ding draufgesetzt. Und ich war auch auf dem, damals im Club UK in London und so weiter auf dem Wave-Party im Land rauf, Land runter mit Louis Otis. Da bin ich dir irre. Also Wahnsinn. Die waren schon nochmal irgendwie musikverrückt. Die haben da auch gestanden, also wirklich, die haben sich beruhigt. Und ich,
wusste über die Tragweite meines Schaffens überhaupt nicht Bescheid. Hab das auch nie versucht einzuordnen, sondern hab einfach den Tag gelebt und alles war schön. Und auf einmal ruft einer an aus England, ich gehe dran in Mainz, bin Spaziergang am schönen Sommertag und da war das der Scott. Und da habe ich dann allerdings auch natürlich... Aber, bitte? Da gab es ja nichts. 93 gab es ja nichts. Der hat angerufen und gesagt, ich habe gehört von dir, wir spielen deine Lieder, weil damals ich schon vielleicht so 50 Remix gemacht habe. Mhm. Und auch die Sosa beispielsweise, für einen Taler. Und da bin ich dorthin gekommen und meine Art wurde wirklich gerne genommen. Also ich bin dann im Taucheranzug aufgetreten, hab meine von meiner Mama genähten Umhänge angehabt, die glitzernden Dinger, also wie eine Diva. Später hat die Daisy D von Club Rotation mir zum Geburtstag so ein schönes Schild geschenkt mit von my Diva, mit Diver geschrieben. Ne? So, ja. Das war auch lustig. Und da war ich dann Resident, einmal im Monat. Und dann hat sich's ergeben, dann bin ich auf einmal vom George Acosta eingeladen worden nach Miami, in die Shadow Lounge, unten auf der Washington Avenue. Ein super geiler, stylischer Club, und der George Acosta meine Lieder gespielt. Dort Resident geworden, 2 Jahre lang, einmal im Monat samstags und davor in New York in der Webster Hall, in der super geilen Location. Einmal im Monat Resident für 2 Jahre. Und ich dachte, was ist denn jetzt auf einmal los? Dann der ganzen Welt, Asien-Tour. In Tokio habe ich dann jemanden getroffen, oder der Robinson oder wie der hieß, der hatte Final Scratch als Test von der Firma. Da gab es das in Europa überhaupt noch nicht. Naja, Tokio war schon immer, die haben auch andere Schuhe von Adidas, die gibt es bei uns gerade, die kommen da als erstes raus. Ja. Also die waren wirklich weit, die weißt du das mal machen? Ja. Da wäre jetzt ein sogar, die oder die wenn man rein, das ist der Hardfloor-Remix. Ich weiß nicht, also das sollte die Miracle sein eigentlich. Vielleicht hörst du mal rein, weil du kennst ja die Leute am besten. Und nicht über Geld sprechen, aber Hardfloor habe ich alles gespielt, rauf und runter. Jeder Remix, den Hardfloor gemacht hat, hat mir gut gefallen. Alles. Ja, nee, mach du mal. Ja, wenn es sich anhört, wie ganz minimal und ganz... Ja, das ist es auf jeden Fall. Und dann wollte ich mich selbst mit belohnen, im Rahmen dieses kommerziellen Gebildes und einen Hardfloor-Mix von meinem Lied haben, weil ich es immer so gerne aufgelegt habe. Und da haben sie ihre Art, einen Mix zu mixen, wirklich völlig hinausgetrieben. Das ist nicht mehr so was Minimales und Cooles und anderes und unkommerziell bis zum geht nicht mehr. Ja, und der war richtig teuer, meine Güte. Ja, wir haben teilweise 2 Remixe am Tag gemacht. Das ging einfach so aus locker aus der Lameng, ohne nachzudenken. So. Du hattest den Robert Babich bei dir, gell? Genau, richtig. Der hat doch so eine 303 dabei gehabt, genau, oder? Ja, ja, genau. Das wäre der Sound. Ja, genau. Ja. Das ist genau der 303-Sound von Hardfloor. Ja, ja. Dafür sind die ja berühmt. Ja. Oliver und Ramon, hallo. Ja, der Oliver Baonzio hatte ich auch schon eine Sendung, mit dem habe ich das Acid House UK und Acid House America Special gemacht. Ja, über die Anfangszeit der Acid, war Ollis Acid-Experte. Das war noch eine der ersten Sendungen bei mir zu Hause. Noch irgendwie etwas irgendwie nicht ganz professionell mit dem iPhone gedreht. Und ja, da haben wir halt irgendwie 60 Minuten amerikanische Anfänge von Acid House. Geil. Ja, und der hatte ja viele Platten, ich habe ja auch viele der Platten. Ja. Mit dem Ramon habe ich letztes Jahr auch. Einen berühmten Franzosen, der dafür steht. Für 303? Ja. Nee, es gab einen Belgier, das war der Emmanuel Top. Na gut, ich meine was mit Pierre. Gibt's sowas für Acid? DJ Pierce ist einer von den Jungs aus Detroit. Ach, Detroit? Nicht? Ah, okay. Aber die gibt's. Ja, die gibt's. Und der hat was mit Acid zu tun. Genau. Da habe ich mich letztens mit einem unterhalten und der hat gemeint, es wäre ein Franzose. Nein, es ist das Projekt mit Pierre. Okay. Auf Tracks Recordings. Mein Gott, das komme ich. Habe ich gerade. Future. Future, so hieß das Projekt. Mit PH. Future. Ja, kenne ich. Das war. Das Projekt von Pierre und noch der eine davon ist leider erst gestorben vor kurzem. Das kenne ich auch. Ja. Wo ist Reise und Your Grave? Wo ist das drauf? Das war auch Future. Hieß auch so, gell? Ja, ich weiß doch. Rise from Your Grave. Das war auch dieses mit dem, da war so eine Bank, so eine gebaute Wand. Strictly Rhythm, genau.
war dann eine spätere Single von dem. Rise from your grave. Ja, genau. Ja, dieses Cocaine. Da war auch dieses Dam 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 Dam. Bam 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 bam. Ba da ba da. Wie hieß das? Bam, bam, bam. Ja? Das Power. Power! Ah, eines von der allergeilsten Lieder von. Das Power, da habe ich immer gesagt, ich mach was ich will. Mach, was ich will. Ich habe damals den Bauernhof gerade frisch bezogen, ohne Scheiß. Also, na, Power war auch ein ganz großer Faktor bei mir. Und da bin ich den ganzen Tag rumgefahren. Da waren 100 Leute nach oben bei mir auf dem Bauernhof. Und da hatte ich gar keine Kohle am Anfang. Und da habe ich ja noch nicht auf, nichts, gar nichts. Da habe ich in die, der Bauernhof hat 20 Jahre leer gestanden und ich habe mir von meiner Mama Leinentücher geholt und habe die an die Wand getackert als Wandbelag. Und so ein loses Regal in den Raum gestellt. Da haben 100 Leute gehockt. Und ich dann oben auf dem Regal, ich mach, was ich will, ich weiß nicht, was ich will, doch ich mach, was ich will und so. Ja, hammerhart. Aber das ging dann so 10 Stunden lang. The Power, ja. Ganz genau. Geil. Generate Power hieß die. Generate Name. Power. Genau. Super geil. Ja, Wahnsinn. Das hat niemand geglaubt, sorry, gell? Ich kann so lachen. Was? Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Ah, natürlich! Dunkel natürlich, alle Rollläden runter. Oh Mann, ey. Und Leute da gehockt, die du gar nicht gekannt hast, die nicht wussten, dass es dein Hof ist, weißt du? Frage, was machst ja. du hier? Ja, okay, ich muss mich jetzt mal gerade wieder mal sammeln. Okay. Dann kommen wir da, gehen wir mal weiter in deiner Historie. Was kam denn nach Ich mach, was ich will zum Beispiel? Wo waren wir denn stehen geblieben zuletzt bei dir? Das war. Naja, dann kam so eine Abwerbegeschichte. Also du warst auf Tour weltweit, die ganzen Asien-Tourneen, ja, weltweit unterwegs, wahrscheinlich Deutschland rauf und runter, Europa rauf und runter, denke ich mal. Und das war alles wegen der Eiler dann und dann. Und wie ging denn deine Karriere danach so weiter? Du hast ja dann sozusagen den Zenit erreicht, was du gerade schon erwähnt hast. Ja, und dann habe ich gesagt, das will ich nicht mehr. Danach ging es runter. Ja, nein, ich wollte es nicht mehr. Also ja. Ich hatte irgendwann einmal das Gefühl, es mir leisten zu können, Gedanken ganz weit weg von allem, was man so gefordert oder was ein Nachfolger von etwas sein muss, weil man denkt, man müsste, sondern einfach nur beim Schlafen gehen und beim Aufwachen irgendwie gedacht, das hat jetzt den Zenit der Zufriedenheit schon lange überschritten und wäre ein, es hat sich dann festgesetzt, auch mit Aussagen von der Plattenfirma, die gesagt hat, ja, das Lied fällt gut, aber mach's 3 Beats schneller. Okay. Oh, jo, alles klar. Na, ich bin arrogant und ich habe ja auch alles falsch gemacht danach, aber ich habe gedacht, das kann's nicht sein. So, und dachte, ich könnte es mir leisten zu sagen, ich mache das Spiel nicht mehr mit. So, ja. Ich bin charakterstark, ich mit den Leuten komme ich klar, das passt. War mir nie bewusst, dass das irgendwie schon alles irgendwie aus einem Grund geschah und dass man das auch supporten muss und dass man sich kümmern muss und dabei bleiben und den ganzen Kram. Es war halt einfach immer, es ist passiert und alles war gut und ich dachte so in meiner Naivität, nicht weit Denkart, ich hau ab von Polydor. Ich habe dann zu meinem damals Manager gesagt, nachts angerufen und gesagt, ich möchte nicht mehr, alles kündigen. Und da hat er, ich war doch schon immer einer, mir konnte man den Schlüssel nicht abnehmen, wenn ich Motorrad vollgesoffen gefahren bin, ja, weil ich immer so argumentiert habe, dass der gesagt hat, na gut, so voll ist er denn. Und ich war hakebreit, ja. Bin mal vom Rad gefallen und so hat auch der keine Chance gehabt. Er hat es, glaube ich, versucht mir zu sagen, womöglich könnte man zweigleisig fahren. Auf der einen Seite ein Underground-Gefühl des Charakters befriedigen und aber auch dafür sorgen, dass vielleicht auch für die nächste Generation noch frisches Brot gekauft werden kann. Aber das habe ich für mich nicht so argumentiert und bin sehr wahnsinnig ins kalte Wasser gesprungen, ohne mich selbst zu supporten, sodass man sagt, man kann durch eigene Kraft, durch tägliches Frühaufstehen, früh telefonieren, früh kümmern, sich auch kommunizieren in seinem Wechsel, habe ich Fehler gemacht, die dazu führten, dass dann in Diskotheken gefragt wurde, ja, aber jetzt deine neue Musik spielen. So Sachen. Die wussten gar nicht, was ist. Ja, es gab ja, darf ich mal kurz mal sagen, es gab ja auch, also du hast ja dann irgendwann auch mal den Wechsel, es gab den Wechsel von Taucher und der dann irgendwie, ich habe es auch nur damals mitbekommen, du hast dann eine neue Musikrichtung sozusagen für dich entdeckt, ja. Die sich dann Taucher Adult Music. Ja.